Hallo. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, dass ich was bestellt habe. Absender? Nee, den kenne ich auch nicht. Schauen wir doch mal rein. Oh, ein Mikrofon. Bei mir? Okay, Test. Scheint zu funktionieren. La 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 la. It's tearing up my heart when I'm with you. But when we... Nee, das ist nichts für mich. Ich glaube, das überlasse ich lieber anderen Leuten. Irgendwer von euch vielleicht, der ein Mikrofon braucht? Irgendwie? Nee, auch nicht. Okay. Ich stell's bei eBay rein, da kriege ich noch was dafür. Frau Hähnlein? Paket für Sie. Für mich? Ein Paket? Den Absender kenne ich auch nicht. Kann ich noch nicht mal aussprechen. Strange. Aha. Was soll ich damit? Damit kann ich nichts anfangen. So ein Schwachsinn. Wirklich? Oh, wie cool. Oh, wie schön. Ich habe endlich ein Päckchen. Oh, was ist da drin? Hoffentlich sind da meine Schuhe drin. Oh, ich muss unbedingt nachgucken. Ah, sind sie meine Sportschuhe? Sind die nicht wunderschön? Hoffentlich passen die. Oh, ist das so toll? Oh, wie schön. Oh, ja. Oh, toll. Rechts passt super. Und links? Oh, links. Es drückt ein bisschen. Oh, klasse. Yeah, jetzt kann ich loslegen. Hallo, Paket. Ah, danke. Wow. So viel Zeit wird mir geschenkt. Was fange ich damit am besten gleich mal an? Ich könnte ja mal den Abwasch von letzter Woche machen. Oder wieder mal was gemeinsam mit meiner Freundin zusammen unternehmen. Oder in die Small Group gehen. Da bleibt immer noch ganz schön viel Zeit für mich übrig. Steuererklärung, Arztbesuch. Ach, wenn ich so viel Zeit schon geschenkt bekommen habe, dann kann das noch warten. Jetzt ist erstmal Sportschau dran. Jemand hat mal gesagt, was du bist, ist Gottes Geschenk an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Ich glaube, wir haben alle so Päckchen, materielle Dinge, aber auch Gaben, Talente, die keiner sieht, sind so wie Päckchen, die wir bekommen haben. Teilweise packen wir sie auf, teilweise freuen wir uns drüber, teilweise wenden wir sie an, teilweise haben wir Angst. Aber die entscheidende Frage ist ja auch heute Morgen, egal wo du dich auf deiner spirituellen Reise befindest, was ist der tiefe Sinn meines Lebens? Was mache ich mit den Dingen, mit den Paketen, die mir anvertraut sind? Statistiken sagen, dass du und ich im Durchschnitt 25.555 Tage zur Verfügung haben. Die Zeit tickt, sie läuft weg, sie läuft dahin. Und wenn du im Durchschnitt, genau im Durchschnitt bist, hast du 25.550 Tage. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Und ich glaube, wir haben ähnliche Fragen. Was führt zum Ziel? Was ist der Sinn meines Lebens? Ist es möglich, die tiefen Gefängnisse, die ich in mir spüre, da wirklich auszubrechen? Schlechte Gewohnheiten hinter mir zu lassen? Erfüllung zu finden? Ich glaube, wir haben manchmal Angst vor diesen Fragen. Sonst würden wir manchmal vielleicht mehr darüber nachdenken, oder? Vielleicht wissen wir nicht, wie wir Antworten finden. Vielleicht fliehen wir eher vor diesen Fragen, weil wir denken, ja, ich weiß nicht, was da rauskommt und ob das gut ist. Und gibt es diesen Gott überhaupt? Kann man mit ihm eine Beziehung aufbauen? Wie sieht die aus? Und ich glaube, du musst Entscheidungen treffen.
mein Freund, die Couch-Potato neben mir, trifft Entscheidungen. Wir wollen heute tiefer einsteigen in das, wo wir die letzten Wochen drin waren, in dieser Serie Himmelsrichtung. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, welches Angebot macht dir Jesus? Er sagt mal in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Er sagt damit, wenn du eine Liebesbeziehung zu diesem Gott im Himmel haben kannst, wie seine Vater-Liebesbeziehung, habe ich den Schlüssel dazu. Ich bin der Zugang und ich zeige dir ein Prinzip, wie du es auch in deinem Leben erleben kannst. Und ich habe gemerkt, es gibt drei Wörter im Deutschen, die finde ich ehrlich gesagt die schlimmsten deutschen Wörter. Ich weiß nicht, welche Wörter du gewählt hättest. Ich habe sie gewählt. Achtung, Top 3. An Nummer 3, hätte. An Nummer 2, wäre. Und an Nummer 1, könnte. Das ist meine Top 3 der schlimmsten deutschen Wörter. Hätte ich die Entscheidung anders getroffen, wäre ich heute an einem anderen Punkt, dann könnte ich jetzt etwas anders tun. Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich nicht an dem Punkt, dann könnte ich, hätte, wäre, könnte. Das sind die schlimmsten Wörter deines Lebens. Weißt du warum? Weil es heißt unterm Strich Mist. Die Chance war da. Sie ist vorbei. Hätte, wäre, könnte. Das Interessante ist bei Jesus, dass diese drei Wörter in seinem Sprachgebrauch gar nicht vorkommen. Er sagt nicht, du könntest, wenn du wolltest, wenn du hättest, wenn du wärst. Sondern er trifft eine Einladung aus. Er sagt, wenn du möchtest, zeige ich dir etwas, was unfassbar ist. Komm, folge mir nach, sagt er. Er redet davon, dass man ein Jünger von Gott werden kann, ein Schüler heißt das übersetzt. Das heißt, dass er dir zeigen möchte und dass in der Bibel Dinge sind, wo du auf Entdeckungsreise gehen kannst. Wie kann man denn wirklich eine Liebesbeziehung mit diesem Gott leben? Hätte, wäre, könnte, gebraucht er nie. Und ich möchte es am Anfang beten, dass heute der Abschluss dieser Serie über das Jesus-Prinzip einfach dein Leben berührt. Dass du heute Entscheidungen triffst, die du nicht bereust, dass du nicht mit hätte, wäre, könnte morgen, übermorgen oder in einigen Jahren zurückblickst, sondern dass du heute Entscheidungen treffen kannst, egal wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest. Wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du für jeden von uns, egal wo wir stehen, Antworten parat hast. Ich bete besonders für die, die heute Morgen auf irgendeine Art sich christlich nennen, dass du gerade uns heute tiefe Gedanken zeigst, wo wir vielleicht falsch abgebogen sind. Ich bete für jeden, der heute Morgen sagt, ich bin auf keinen Fall christlich, dass du auch uns dann Antworten schenkst. Amen. Wir wollen einsteigen in das Angebot, das Jesus macht. Und ich finde es faszinierend. Das Thema ist heute attraktive Reiseleiter. Wenn ich mich mit Jesus beschäftige, merke ich, der hatte einen Anspruch gehabt, der war schon sehr speziell. Der hat gesagt, ich tue das, was Gott tun will. Sein Wille ist auch mein Wille und ich kriege das raus und ich tue das. Und er ist zu den Leuten gegangen, er war auf Partys, er war mitten im Leben und da war Gott schon am Wirken. Er hat gesagt, Leute eingeladen zu sagen, du kannst diese Beziehung zu diesem Gott entdecken, diese Liebesbeziehung. Ich zeige dir, wie es funktioniert, wie du zu dieser Erfüllung kommst. Und das Faszinierende finde ich, dass er nicht der Meinung war, dass man als Christ, also Christ sagt man ja, Stempel von Jesus Christus drauf, das heißt, Jesus ist eigentlich mein Lehrer, ich bin sein Schüler, was anderes hieße das ja nicht. Als Christ kommt man manchmal auf die Meinung, wenn ich meinen Freunden wünsche, dass sie auch diesen Gott kennenlernen, ja, weil ich bin absolut überzeugt von dem, ich habe ihn erlebt, dass ich denke, ich muss diesen Gott zu meinen Freunden tragen. Das ist extrem lustig, wenn du einem Christ zuguckst, der versucht, Gott wohin zu bringen. Der betet solche Gebete, Gott, ich bitte dich jetzt für meine Arbeitsstelle, dass du da auch was tust. Und im Endeffekt macht er, Gott, bist ziemlich groß und schwer. Also je nachdem, wie groß dein Gottesbild bist, größer oder kleiner. Aber wenn du mal einen großen Gott glaubst, ja, ich trage dich da zu meinen Freunden hin, da hier ist Gott übrigens. Schau mal. Total verkrampft, Krampfhausen, weil du denkst, ich muss den überzeugen oder was ich was, ja. Also Gott wohin tragen ist keine gute Idee, weil der ist schon längst da. Hast du darüber nachgedacht? Der ist schon längst da. Und Jesus ist jetzt sehr frech. Und wenn du dich als Atheist bezeichnest, merkst du gleich, wie frech der ist. Der sagt, weißt du was? Ich wirke schon die ganze Zeit in deinem Leben, ohne dass du es mitkriegst. Christen, die denken, sie müssten nicht Leuten helfen, auf einer geistlichen Reise weitergeben, was sie selber erlebt haben. Die denken, sie müssen immer Leute überzeugen von etwas. Jesus hat etwas anderes vorgelebt. Er hat geschaut, wo ist Gott schon am Wirken, hat sich mit eingeklinkt und hat gesagt, da mache ich mit. Ich mache dir Beispiele. Ich war mit meinem Physiotherapeuten, der hat mich schön durchgeknetet, einige Wochen lang. Und ein Physiotherapeut ist so der moderne Seelsorger, Therapeut, sagt der Physiotherapeut, aber eigentlich
sind da zwar nur Vorhänge dazwischen, aber jeder erzählt sein Leben. Ist dir schon mal aufgefallen? Und jeder denkt, es hört keiner mit. Egal. Okay, dann fragt er natürlich auch, was arbeitest du? Sei ihr Pastor in der Kirchengemeinde? Ja, interessant, interessant. Und dann sagt er irgendwann, also ich glaube auch irgendwie an Gott. Sag ich, wieso glaubst du irgendwie an Gott? Sagt er, ja, ich hatte eine Nahtoderfahrung. Ich war im Koma gewesen und ich habe in diesen Nahtoderfahrungen etwas erlebt, was mein Leben verändert hat. Ich war so kurz vorm Tod und was ich da erlebt habe, war, dass ich in ein Licht eingetaucht war und eine reine Liebe, die kann ich dir nicht beschreiben. Es war einfach nur Licht und Liebe und ab dann nimmt er so esoterische Worte, um dieses Aura und so weiter zu beschreiben, was er da so erlebt. Der Christ, der Gott hintragen will, da stimmt alles nicht, was du da denkst, deine Wörter verstehe ich nicht. Also sehr speziell der Christ. Der Reiseleiter Christ sagt, interessant, da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt echt abgefahren, was du erzählst, weil weißt du was, ich habe erlebt, dass Jesus mir so einen Zugang zu Gott gegeben hat, den ich mir nie hätte vorstellen können, dass man eine Liebesbeziehung mit diesem Gott haben kann. Und in der Bibel beschreibt es, das ist meine Guideline auf diesem Prozess, beschreibt Gott sich selber als Licht und als Liebe. Das ist ja total abgefahren. Das heißt, du hast ja einen Teil von Gott erlebt. Ist ja total. Stimmt ja, krass, das steht in der Bibel. Das steht in der Bibel. Und darf ich dir erzählen, was da noch drin steht und was ich da noch erlebt habe? Ja, erzähl mal. Gibt es da noch mehr? Ein anderer junger Mann kommt zu mir und sagt, ja, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert im okkulten Bereich. Seit Weihnachten komme ich hier in diese Kirche und ich habe viele Fragen mit diesem Jesus und so weiter. Und dann frage ich ihn auch, ja, an was glaubst du eigentlich? Dann sagt er, ja, also ich glaube schon irgendwie, irgendwo an irgendwas. Sag ich, an was denn irgendwie, irgendwo, irgendwas glaubst du denn? Sagt er, ja, also wenn man in der Natur ist, zum Beispiel wenn er auf dem Berg ist, dann spürt er da so eine Energie in den Pflanzen und in den Bäumen und das ist für ihn Gott. So, liebe Christen, ich rede heute wieder mal eigentlich ausschließlich mit euch, liebe Atheisten, interessant für euch mal mitzuhören. Liebe Christen, wenn du nicht verstanden hast, was Jesus immer tut und was heißt ein Reiseleiter zu sein, probierst du wieder Folgendes, Gott dahin zu tragen. Gott ist doch nicht in der Natur, das ist doch esoterische Scheiße hier. Was will ich, was alles, ja? Gott wirkt schon, Jesus ist schon längst da, du musst ihn gar nicht hinbringen, du musst nur gucken, was er macht. Das ist ein krasses Bild, wenn du dich als Atheist bezeichnest. Das würde nämlich bedeuten, dass dieser Gott schon in deinem Leben wirkt, ohne dass du es merkst. Dass du göttliche Momente hattest, dass du Ausschnitte von ihm schon erkannt hast, vielleicht auch noch viel nicht erkannt hast. Ich habe zu dem jungen Mann gesagt, das ist echt interessant, was du mir erzählst. Habe ich erklärt, ich glaube an Gott, Jesus, Zugang und so weiter, alles erklärt und gesagt. Und die Bibel ist für mich eine Guideline auf diesem Weg. Und Paulus, einer der großen Theologen, sagt im Römerbrief, in der Natur kann man Gott entdecken. Was du da mitgekriegt hast, das kenne ich auch. Darf ich dir erzählen, was noch mehr gemäß? Ich bin ein Reiseleiter. Ich bin nicht jemand, der sich wo einklingt. Das ist ein Gottesbild, das ist ein bisschen größer, merkst du gerade, als, naja, Gott muss man wohin bringen. Und am schlechtesten Punkt bekehrst du Leute, dann hör bitte damit auf. Weil Jesus ist schon längst da. Mein Job als Reiseleiter ist zu sagen, wo ist er denn? 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 Ja? Und dann helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Nichts anderes hat Jesus gemacht, als er auf diese Welt kam. Er hat Leute eingeladen, zu entdecken. Er hat gesagt, entdecke diese Grundbeziehung. Es ist möglich, eine Liebesbeziehung mit diesem Gott zu haben. Entdeck das. Probier es aus. Weil die Leute an unterschiedlichen Punkten abgeholt, weil sie auch an unterschiedlichen Punkten standen in ihrer Beziehung mit Gott, in ihren Fragen und hat davon erzählt, ich habe ein Ziel mit eurem Leben. In den letzten Wochen haben wir viel drüber geredet, über dieses Jesus-Prinzip. Wenn du möchtest, schau dir die Videos an im Internet. Weil er hat drüber geredet, es gibt ein Ziel. Das siehst du in der Mitte dieses Zeichen, Matthäus 22. Er sagt, was du entdecken kannst, ist, dass Gott wirklich Liebe ist, dass eine Liebesbeziehung mit Gott möglich ist, sonst macht es gar keinen Sinn, wenn der Liebe ist, oder? Eine Hassbeziehung, Liebe, naja, egal. Und er redet davon, dass es drei Dimensionen gibt und das male ich wahrscheinlich noch die nächsten 10 Jahre auf. Diese Zeichnung. Schön, gell? Wahnsinn. Naja, müssen auch, laut Gesetz muss eine Quotenfrau natürlich dazu, Entschuldigung. So, ja, okay. Nicht, dass jemand mich jetzt kritisiert, gell? Nur Männer hier, es gibt ja gar nicht. Scheiß Kirche. Okay, so, also. Die Liebesbeziehung zwischen Gott und dir, die immer weiter aufblüht, die Liebe, die durch dich durch zu deinen Mitmenschen kommt. Das ist die Idee von Matthäus 22, in einer kreativen, dynamischen, aufblühenden Liebesbeziehung dein Leben lang zu sein, zu dir selber in dieser Liebesbeziehung und zu deinen Mitmenschen. Und Jesus sagt, das kannst du entdecken und wenn du es nicht entdeckt hast, ist heute wieder die Möglichkeit, den ersten Schritt zu tun. Zu gucken, ist das wirklich so, dass Jesus dieser Zugang ist? Ja oder nein? Aber dann sagt er etwas, das Ziel ist, ein Schüler zu werden, ein Schüler lebenslang.
entdecken und der zweite Schritt ist eben vertiefen. Und da fängt es schon an im Christentum, wo es sehr fraglich wird, ob du, wenn du als Christ dich bezeichnest, überhaupt weißt, dass dein Lebensziel ist, ein Schüler von diesem Jesus zu sein. Das heißt, dazu müsste ich erstens wissen, wie kommuniziere ich mit dem, oder? Also wenn du mit deinem Lehrer nicht kommunizieren kannst, in der Schule hast du ein Problem. Ich hatte folgendes Problem in der Oberstufe. Mein Lateinlehrer war ein bisschen verrückt in der 11. Klasse. War wirklich ein Problem, weil er hat mitten im Satz Russisch angefangen zu reden, ohne es zu merken. Das war legendär. Also er fängt an, der war Mitte 50, bei der Mama noch gelebt und so weiter. Lateinung est ubi et orbi didum 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 und auf einmal redet er Russisch. Und ich sitze da drin und alle sitzen drin und so. Ja, und dann sagt er, Teichen, er hat immer gesagt, Teichen, also Oberstufe, Nachnamen, Teichen. Ich so, ich habe Sie nicht verstanden, Sie haben gerade Russisch geredet. Ich habe doch nicht Russisch geredet. Ich so, doch. Mein Vorteil war, also unter uns, passt nicht ganz, aber ich finde es absolut lustig, mein Vorteil war dann, ich habe da nichts mehr verstanden, nur noch ein paar Punkte geschrieben dann in der Oberstufe, bis mein Opa zu Besuch kam. Mein Opa war in Russland im Krieg und ich war in der Kneipe bei uns auf dem Land und dann kam mein Lateinlehrer rein und mein Opa war schon gut angetrunken und haben die beiden russische Sauflieder gesungen, den ganzen Abend. Mit 17 mir etwas peinlich gewesen, aber der Vorteil war, dieser russisch redende Lateinlehrer, den keiner mehr verstanden hat, weil er ein bisschen verrückt war, hat dann immer bei der Notenverkündigung Folgendes gesagt: Teichen! Liebe Grüße an Großvater. 13 Punkte. Ja, aber der Punkt ist, ich habe ihn nicht verstanden. Und ich kann kein Latein. Ich habe zwar fast das Latino, aber ich kann nichts, verstehst du? Ich kann Russisch so ein bisschen. Und so geht es als Christ auch, wenn du diesen Jesus gar nicht verstehst, wenn du nicht kommunizieren kannst mit Gott, wenn du nicht weißt, wie redet er zu dir, wie redest du mit ihm, wie hast du überhaupt eine Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist, wie benutzt du die Bibel, wie kriegst du Antworten, dann wirst du es dir so gehen wie mir im Lateinunterricht. Und irgendwann ist das nur noch frustrierend, die 13 Punkte haben mich über Wasser gehalten, super. Ich habe in Hessen Abi gemacht, da geht sowas ganz einfach, 13 Punkte im Zeugnis, das ist, hat keiner mitgekriegt, ja. Also er hat eingeladen zu entdecken und dann hat er vertieft, zum Beispiel Matthäus 5, kannst du nachlesen, wo er all die Schüler zu sich genommen hat, ihnen die Basics geteacht hat, gesagt, jetzt geht's in die Tiefe. Und war sein Ziel war nie, zu sagen, jetzt haben wir es erreicht, das Ziel, sondern er hat gesagt, das Lebensziel von dir ist, dass du ein Liebeskanal wirst. Du entdeckst diese Beziehung, super, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie mache ich die? Dann entdeckst du, wie das dich verändert und dann wirst du weitergeben, sagt Jesus. Er ist so selbst gesagt, wenn du mich wirklich immer besser kennenlernst, dann gibt es für dich gar keine Alternative, als weiterzugeben. Das Problem ist beim Weitergeben, da kann man schnell schräg werden, besonders Christen. Tut mir leid, wenn ich immer über uns rede, dann rede ich auch über mich. Ja? Besonders wir Christen können da sehr, sehr komische Anwandlungen annehmen, weil wir zum Beispiel Bibelstellen entweder gar nicht wollen, weil sie uns dran stoßen, das streichen wir sie weg, oder sie ein bisschen einseitig interpretieren. Zum Beispiel gibt es eine Bibelstelle im Jakobusbrief. Da heißt es, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Der zweite Teil der Bibel, all die Briefe, sind immer an Gemeinden geschrieben. Das heißt an dich und an mich. Und die provozieren mich ziemlich stark. Da heißt es, wenn du nicht praktisch wirst in deinem Leben, wenn es nicht irgendwo im Alltag ankommt, in der Beziehung mit deinen Mitmenschen, dann ist das Selbstbetrug. Jemand hat mal gesagt, die Zunge kann lügen, die Beine nicht. Die Zunge kann lügen, die Beine nicht. Willkommen in der Heuchelei der Religion. Ja, 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 Gott, du bist der Wichtigste. I worship you, you are the one, I love you. More than ever, everything in the world. Ooh, 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 ooh. Und wo gehen deine Füße im Alltag hin? I love you, da, 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 I love you. Wo deine Füße hinkommen, was in deinem Alltag an, das, was du tust im Alltag, das zeigt dir, wie stark du schon diesen Gott kennst. Und egal, ob du 20, 30 oder 100 Jahre Christ bist, das zeigt es dir. Und jetzt geht die Provokation noch ein bisschen weiter. Später heißt es nämlich dann in Vers 14, Kapitel 2, und dieses Kapitel hätte gerne Martin Luther aus der Bibel gestrichen. Ich dachte, das kriege ich in meinem Kopf nicht zusammen. Das geht doch nicht. Das wollen wir auch immer machen, gell? Wolltest du auch schon mal Bibelstellen streichen? Ich schon.
Liebe Brüder und Schwestern, also liebe Christen, ein bisschen geschwollenes Reden, aber liebe Christen, liebes ICF, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in einer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzusehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, ich bete für euch, liebe Freunde. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist, er ist tot. Oh, das ist ein bisschen krass, oder? Also komm, dann. Tot, oder? Wie liest du so Bibelstellen? Sagst du, kann man es nicht so eng sehen. Ist ein bisschen übertrieben, bestimmt historisch kritisch, muss man mal hinterfragen. Tot heißt bestimmt nicht tot, das heißt bestimmt mitteltot. Und ich frage da nochmal einen Theologen. Kannst nachlesen, Tod heißt Tod. Und nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Also ich bin eher so der Glaubenswissenstyp, ja. Also mir geht es um die Theorie, einfach ein bisschen Wissenszuwachs im Glauben. Und die anderen sind so die Praktiker, das bin ich nicht. Zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinem Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Aha. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt und jetzt wird es so richtig provokant. Gut und schön, aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Du glaubst an Gott? Super Leistung. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Mann, ist das unangenehm. Oder? Also nur, wenn du dich als Christ bezeichnest, sonst findest du es interessant heute Morgen, gell? Das kann man total falsch verstehen beim Weitergeben. Ah, ich muss mich abkrampfen, ich muss ein guter moralischer Mensch sein, ich muss ein guter Mensch sein, ich muss Dinge tun. Und an dem Strich geht es darum, diesen Gott gnädig zu stimmen. Dass er mich mag, mich armen Sünder. Und dann kommt ein Gottesbild auf, das so dermaßen zum Davonlaufen ist, so dermaßen vom Davonlaufen, dass manche Leute länger brauchen beim Weglaufen und manche gleich sagen, catch me if you can, Gott. Das Gottesbild ist nämlich folgendes. Gott schaut mich an, er sagt, ich bin ein Sünder und ich muss irgendwie zu ihm kommen und ihn gnädig stimmen, zum Beispiel durch meine Werke, durch meine Leistung. Und dieses Gedanken ist dann so tief in uns Christen drin, dass wir folgende Gebete sprechen. Oder folgende Sachen sagen. Wir sagen, also mit dem Lebensbereich kann ich nicht schon wieder zu Gott gehen. Also da habe ich jetzt schon so oft versagt, es ist mir langsam peinlich, das geht einfach nicht mehr. Ich glaube, ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen vor Gott. Ich glaube, Gott ist jetzt sauer auf mich. Ich glaube, Gott klagt mich auch ein bisschen an. Das Interessante ist, dass Jesus Gott niemals so beschreibt. Weißt du, wen er so beschreibt? Den Teufel. Er sagt, er ist der Ankläger. Er macht dich runter. Er sagt dir all die Dinge, die falsch laufen, um dich zu quälen und dich zu mürben und dir ein schlechtes Gewissen zu geben. Die sagen, schau mal dich an. Was willst du eigentlich? Damit willst du jetzt wieder zu diesem Gott? Spinnst du eigentlich? Was nimmst du dir raus? Was? Du willst in der Gemeinde mitarbeiten. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, was du gestern Abend getan hast, was du gedacht hast, was du gesagt hast. Du? Spinnst du? Viele Christen haben so ein Gottesbild. Und das ist das Dramatischste, was es gibt, weil Jesus sagt, das stimmt alles gar nicht. Ich bin in diese Welt gekommen, um zu retten. Und ich mache dir ein Angebot und wir denken, wenn du dieses Gnädig-Stimmungs-Gottesbild hast, denkst du immer, es geht darum, dass Gott dir vergibt. Dann betest du so Gebete, ja Jesus, ich habe das jetzt irgendwie verstanden, dass du am Kreuz gestirbt und es tut mir so leid und ich bitte dich um Vergebung und ich kann es mir selbst nicht vergeben, aber ich bitte dich um Vergebung und ich hoffe, dass du es mir vergibst. Und diesen Punkt werde ich die nächsten Wochen dir so oft predigen, bis ihr da rein, da raus, hier rein, da raus, bis es überall rauskommt, bis ich das Gefühl habe, dass der ansatzweise angekommen ist. Okay? Noch habe ich nicht das Gefühl. Also nochmal der Punkt. Ich denke, ich kann Gott gnädig stimmen und es geht darum, dass er mir vergibt. Das ist ein behindertes Konzept. Weil Gott vor 2000 Jahren gesagt hat, ob du das glaubst oder nicht dran, aber wenn du Christ bist, dann sagst du zumindest, dass du dran glaubst. Vor 2000 Jahren hat er gesagt, ich sterbe am Kreuz dafür, ich nehme alles zu mir, du kannst alles zu mir bringen und proaktiv entscheide ich, egal wie stark du versagst, egal wie groß die Sackgasse ist und egal, ob du 2000 Mal im gleichen Lebensbereich wieder hinfällst, ich vergebe dir.
Das hat er schon entschieden. Die einzige Frage ist, ob du es angenommen hast. Wenn du sagst, ich bin Christ, dann sagst du, Jesus, komm in mein Leben, ich nehme das an. Das ist die Voraussetzung dafür. Aber wenn du es gemacht hast, ist das schon genial, das zu erleben. Und ich war auf dem Get Free Day gestern, da erlebst du das wirklich krass zum ersten Mal, dass diese Last weggeht. Aber Jesus sagt, mir geht es darum, dass du dich veränderst. Glaube ohne Werke ist tot. An der Frucht siehst du, ob die Wurzel gesund ist, sagt er auch mal. Wenn hier nichts ankommt in deinem Alltag, in deiner Nächstenliebe, in der Liebe zu dir selber oder was auch immer, musst du überlegen, was ist die Frucht. Bei Sünde, wenn du denkst, es geht um Vergebung, drehst du dich immer im Kreis. Versagen, zu Gott gehen. Versagen, zu Gott gehen. Das ist ein Teufelskreis. Irgendwann hast du keinen Bock mehr, gibst auf und sagst, das bringt doch alles nichts. Weil du verpasst, dass Jesus dir das Angebot macht, ich möchte dich verändern. Und wenn du Veränderung willst, musst du eine ganz andere Frage stellen. Du musst die Frage stellen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Wenn du eine Frucht guckst und merkst, in deinem Fruchtapfelbaum ist ein Wurm drin, kannst du schon den Wurm so ein bisschen raushöhlen. Dann musst du die Frage stellen, was sind die Rahmenbedingungen, dass da überhaupt ein Wurm reingekommen ist? Das sind Punkte in deinem, meinem Leben, wo die gute Nachricht anfängt, wo Jesus dich hinführen will und vielleicht bist du da noch nie gewesen und er sagt, wenn du das erlebst, dann wirst du jemand werden, der wird weitergeben. Ich möchte dir zwei Beispiele machen. Zum Beispiel in einem Lebensbereich, wenn du immer wieder hinfällst und sündigst, sagt Johannesbrief, auch einer der schön provokanten Briefe im zweiten Teil der Bibel, ich empfehle dir einfach, die mal zu lesen. Da sagt er, wenn du sündigst, das heißt, wenn du das Ziel verfehlst, kennst du Gott gar nicht. Oh, jetzt komm, Mensch, Johannes, was hast du denn eingeschmissen? So viel Bier wie die Couch-Potato hier. Was hast du gemacht? So viel Sportschau geguckt? Da kennst du Gott gar nicht. Das kannst du doch nicht sagen, Johannes. Ich kenne den doch. Oder? Er geht davon aus, dass du zumindest in diesem Lebensbereich Gott noch nicht kennst. Wie er wirklich an deine Wurzel gehen kann, wie er Löcher in dir stopfen kann, warum du die Dinge tust. Vor zwei Wochen habe ich schon mal drüber gepredigt. Und wenn du diese Fragen nicht stellst, warum du tust, wirst du nur oberflächlich bleiben und ein frustriertes Christsein fühlen. Auch zum Beispiel, wenn Emotionen in deinem Leben kommen. Zum Beispiel vor einiger Zeit kriege ich eine SMS von einem jungen Mann. Der schreibt mir recht emotional in dieser SMS, dass er einen Freund dabei hat in der Celebration bei einer Predigt, die ich gehalten habe. Und dieser Freund war nicht davon begeistert, von meiner Predigt. Und recht emotional hat er gesagt, ja, das liegt an den Punkten und das muss man ändern und so weiter. Ich sitze gerade in meinem Urlaub, kriege die SMS und es passiert etwas mit mir. Eine SMS ist ja etwas, was Neutrales, gell? Man kriegt eine SMS. Mir gehen aber Gefühle los. Emotionen. Bitterkeit. Eine Schwere in mir. Der Gedanke, das ist ungerecht. Keiner sieht, was ich tue und was soll das überhaupt? Und Emotionen gehen in mir los. Vielleicht hast du sowas noch nie erlebt, du bist bestimmt ein perfekter Mensch, aber eine Situation passiert und die Tornado in dir Emotionen. Und in den Emotionen ist es sehr wahrscheinlich, dass du sündigst, dass du das Ziel verfehlst, weil du jemanden verletzt oder was auch immer. Und dann kannst du denken, okay, Jesus, tut mir so leid, dass ich jetzt bitter bin. Es tut mir so leid, dass ich bitte dich um Vergebung, dass ich jetzt das denke und ich bitte dich um Vergebung, dass ich jetzt das gesagt habe. Ist alles gut. Aber die entscheidende Frage ist, warum reagiert Tobias Teichen, wie er reagiert? Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist nicht die SMS. Und wenn du nicht weißt, wie du Gott kommunizierst, solltest du heute noch unbedingt jemanden schnappen und sagen, wie geht das denn überhaupt? Weil ein Schüler muss mit seinem Lehrer kommunizieren, sonst hast du den Lateinlehrereffekt. Ich habe mit diesem Jesus kommuniziert und gesagt, warum reagiere ich, wie ich reagiere? Die Verhaltensebene weiß ich jetzt, das sind diese Emotionen. Ich habe sie angeguckt. Krass, was alles in mir abgeht. Krass, welche Abgründe aufgehen. Warum ist das so? Und dann kommt der erste Gedanke, okay, er kritisiert mich, ich mache einen schlechten Job. Habe ich gedacht. Nicht bewusst. Hier habe ich gedacht, ist doch logisch, dass der mich aufregt, der kann kein Feedback geben, dem muss ich mal so richtig sagen, was los ist und das geht ja gar nicht. Ja, hier oben. Okay. Bereits ein Stufe tiefer, ich mache wahrscheinlich keinen guten Job. Wenn ich keinen guten Job mache, geht immer tiefer, jetzt merkst du das, weil Jesus sagt, das war es noch nicht irgendwie, das ist zwar ein guter Tipp, aber das war es noch nicht. Wenn ich keinen guten Job mache, spaltet sich die Kirche. Wenn sich die Kirche spaltet, werde ich wahrscheinlich keinen Job mehr haben. Wenn ich keinen Job mehr habe, muss ich in die Schule wieder Vollzeit. Ich will nicht wieder Vollzeit in die Schule. Wenn ich wieder nicht Vollzeit in die Schule gehe, werde ich arbeitslos. Emotionen hier oben, das gibt's doch gar nicht! Hier unten bin ich jetzt. Merkst du das, wo ich gerade bin? Dann geht's noch tiefer. Wenn ich arbeitslos bin, dann findet mir eine Frau mich nicht mehr attraktiv. Und dann geht's immer tiefer und immer tiefer.
Und auf einmal bin ich an Punkten, wo Jesus mit mir, Tobias, Teilchen hin will. Und wenn ich denke, es geht um Vergebung hier oben, verpasse ich das. Dann kommt die nächste SMS, wie verhalte ich mich? Der spinnt doch. Das Problem ist aber in mir. Auf der Sachebene kann ich dem Kollegen sagen, wie man Feedback gibt und so weiter. Aber Jesus möchte in mir mich tief verändern. Er möchte meine Angst, im Endeffekt meine Existenzangst, wo ich auf eine Art abhängig war von meinem Job, mich befreien. Und wenn du die Frage noch nie gestellt hast, warum tue ich die Dinge, die ich tue, in der Sexualität oder war auch immer, kommst du gar nicht an den Punkt, wo Gott dich verändern möchte. Und dann verpasst du das, dass du tief verändert wirst und die Bibel geht davon aus, umso mehr du das machst, wird ein automatischer Reflex in dir kommen, dass du sagst, ich will ein Liebeskanal sein für diesen Gott. Weil je mehr du mit diesem Gott Zeit verbringst, desto ähnlicher wirst du seinem Charakter. Jesus sagt mal, es ist das Ziel, ihm ähnlicher zu werden. Und das wie in einer Beziehung möchte ich dir kurz vorlesen, 2. Petrusbrief. Und ich empfehle dir, die Petrusbriefe mal zu lesen, weil dort kommt immer wieder ein Satz vor, der heißt, immer mehr, immer tiefer, immer weiter. Ein Prozess, der nie aufhört, davon geht er aus. Und er sagt zum Beispiel hier, ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und Friede euch immer mehr erfüllen. Das wird geschehen, wenn ihr Gott, unseren Herrn Jesus Christus, immer besser kennenlernt. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, gell? Dann hätte und könnte ich. Das Wort wenn heißt, es ist ein lebenslanger Prozess, diesen Gott besser kennenzulernen. Das ist genauso wie meiner Frau. Umso länger ich mit ihr zusammen bin, umso ähnlicher werden wir. Das ist übrigens auch mit Hund und Herrchen so angeblich. Die sehen irgendwann gleich aus angeblich. Meine Frau zum Beispiel hat mir beigebracht, dass es gut ist, wenn Gäste da sind, um das ein bisschen schön herzurichten. Und das mache ich seitdem immer. Meine Small Group ist zwar nur mittelschön hergerichtet, aber früher hätte ich einfach einen Topf hingeknallt, hier ist das Bier. Lass uns feiern. Jetzt ist das schon ein bisschen gestaltet. Aber auch Dinge an meiner Frau, die färben auf mich ab und auch andersrum, wo ich denke, naja, das sind so meiner Perspektive so Macken, so Mäckchen. Ja? Mäckchen. Zum Beispiel, meine Frau liebt volkstümliche Schlager. Ich nicht. Letztens war sie weg und ich sitze vor dem Fernseher, schalte durch, kommt dort volkstümliche Schlager und ich bleibe hängen und denke an meine Frau, vermisse sie. Und denk mir, du schaust gerade volkstümliche Schlager an und denkst an deine Frau. Was ich mit sagen will, wenn du wirklich diese Beziehung mit diesem Gott hast, wird es dich verändern. Das geht gar nicht anders. Jesus ist großzügig. Er gibt all seine Ressourcen. Er hat den Charakter Gottes, dass er Liebe ist, dass er weitergibt, dass er den Wunsch hat, dass andere Menschen diese Liebesbeziehung auch entdecken. Und er sagt, mein Ziel ist, dass das immer mehr in dir real wird. Und jetzt kannst du sagen, die Frucht, die Glaube, die Werke meines Glaubens sind tot. Hier. Jetzt krampfe ich mich ab. Dann sagt Jesus, geh zurück und schau, wo ist das Problem in deinem Leben. Und das ist herausfordernd. Ich glaube, wenn du dich entscheidest, weiterzugeben, dann fängst du an, so wie du bist. Du wartest nicht darauf, dass du perfekt bist. Und im Tun, im Anwenden von Gottes Ideen, verändert es dich. Dadurch, dass ich diesen tiefen Prozess gegangen bin mit Gott, hat er mich befreit an einem tiefen Punkt, wo ich Angst hatte. Existenzangst, Menschenfurcht. Und ich bin dankbar, dass er das mit mir gelöst hat. Die nächste SMS kam und sie hat nichts mehr in mir ausgelöst. Ich musste nicht mehr um Vergebung bitten, weil Gott mich da unten verändert hat. Ganz tief. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo stehst du gerade? Vielleicht bist du hier, dass du sagst, du hast eigentlich diese Beziehung zu diesem Gott zwar nicht wirklich ausgebaut oder noch nie wirklich gehabt. Vielleicht merkst du auch, du hast oft wie so ein Gottesbild zum Davonrennen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du wie ein teuflisches Bild hast und nicht diesen Gott kennst, den Jesus vorstellt. Vielleicht merkst du aber auch hier, kommt nicht besonders viel an. Dann lade ich dich ein, ehrlich zu werden. Ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, du musst Entscheidungen treffen. Du bist an dem Punkt zu überlegen, wie investierst du deine Zeit, gehst du auf die Suche. Diese ganze Serie war dafür da und ist dafür da, dich einzuladen. Hör nicht auf zu suchen. Vielleicht geht es darum, diese Grundbeziehung zu entdecken, vielleicht zu vertiefen. Das Buch, das wir geschrieben haben, ist nur dafür da, mit jemandem eins zu eins dich zusammenzusetzen und zu sagen, wie ist dieser Gott? Wie kann ich eine Grundbeziehung haben? Wie kann ich mir überhaupt die Kommunikation aufbauen? Wie kann ich die Bibel benutzen? Und so weiter. Und dann gehst du in den Punkt rein, dass es dich verändert und dann wirst du weitergeben wollen. Ich lade dich ein, ehrlich zu werden, wenn im nächsten Song, sein Song heißt, sag es laut, wenn du mich liebst.
Und ich glaube, es ist ein Song, der wie Gott dir zusingt heute, vom Text her sagt, ich sage es laut, dass ich dich liebe. Ich habe mich entschieden, dass die Tür offen ist. Aber eine Liebesbeziehung funktioniert auch nur, wenn der andere auch sagt, ich liebe dich auch. Ich entscheide mich, Schritte zu gehen. Es ist deine Zeit mit Gott, werde ehrlich mit Gott, vielleicht zum allerersten Mal und sag ihm, was dir jetzt auf dem Herzen liegt. Und entscheide dich, ob du sagen möchtest, ich möchte jetzt wirklich ein jemand werden, der weitergibt, der seine Gaben und Talente in Gottes Hand gibt und sagt, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber hier bin ich mit meinen Ressourcen, werde du durch mich ein Liebeskanal für die Menschen. Sag es laut, wenn du mich liebst. Wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen mitbeten und einfach vor Gott ehrlich werden. Jesus, du siehst das Leben von jedem Einzelnen heute Morgen hier in dem Gottesdienst. Du weißt, wo unsere Herausforderungen stehen. Du weißt, wer von uns gerade Angst vor dir hat, vor dir wegläuft und sich nicht traut, zu dir zu rennen. Und wo du sagst, komm zu mir, meine Arme sind offen. Ich bin derjenige, der dich heilt und befreit, aber der dich auch dorthin führt, dass du selber wieder jemand wirst, der anderen hilft, ein Schüler von Gott zu werden. Die Beziehung zu Gott führt. Und Jesus, ich bete für jeden, der sagt, er sei mit dir lebendig unterwegs, dass du uns zu lebendigen, attraktiven Reiseleitern machst. Dass du uns zeigst im Alltag, wo bist du schon am Wirken, wo können wir uns einfach mit einklinken und schauen, was du schon getan hast, was du tun möchtest. Und Jesus, ich bete für mein Leben und für jeden, der das möchte, dass du einfach weißt, dass ich es laut sage, dass ich dich liebe und dass mein größter Wunsch ist, dass deine Ideen in meinem Leben verwirklicht werden. Und ich bete jetzt noch für jeden, der hier sagt, ich habe noch nicht diese Grundbeziehung zu diesem Gott im Himmel, dass du, wenn du möchtest, sagen kannst, Jesus, hier bin ich habe viele Fragen, aber ich möchte es annehmen, dass du mir vergibst, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich möchte es annehmen und erleben, dass du mir zeigst, was es heißt, ein Schüler von diesem Gott zu sein. Amen.